Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu einer weiteren Folge mit Evil Dynasty hier im Tal mit unserem Rasi. Hallo! Wir sind jetzt im Herbst und wir haben hier bei uns im Dorf natürlich wieder zwei Quests. Und die würde ich jetzt gerne mit euch machen. Bist du das hier? Nee, Cuthbert ist es nicht. Also, wir gucken mal, wer hat denn die Quest? Sie auch nicht, Samboyo? Die Ildefonsa, wohnst du hier? Ildefonsa, ja, Ildefonsa, ja, wie kann ich dir denn helfen? Ich könnte deine Hilfe brauchen, was gibt's? Ich habe vor, auf die Jagd zu gehen, aber mir fehlt immer noch etwas Ausrüstung. Kannst du sie für mich besorgen? Sicher, das wird nicht allzu lange dauern. Steinpfeile will sie haben. Okay, naja, dann holen wir ihr die Steinpfeile und wer ist hier noch? Wer hat hier noch eine Quest? Sehe ich gerade nie, warum? Hier unten ist jemand, ne? Berta? Ja, die Berta. Guten Tag. Kann ich dir bei etwas helfen? Warte, du bist kein Kunde. Nee, also bitte, das mache ich nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich etwas kaufen will. Warum? Du hast doch nicht etwa vor, stattdessen im Nachbardorf einzukaufen, oder? Du scheinst deine Konkurrentin nicht zu mögen. Es kommt darauf an, was ich tun soll. Nee, dafür habe ich keine Zeit. Das mache ich nicht, tut mir leid. Da habe ich echt keinen Bock drauf. So, ich sollte 29 Steinpfeile machen und dann gehen wir mal los und machen das. Also sorry, aber Leute, das ist, nee, das war zu doof. Wenn die sich nicht leiden können, ist das nicht mein Problem, ne? So, jetzt muss ich gucken, Steinpfeile. Kriege ich das hin? Steinwaffen, Steinpfeile, also dreimal muss ich machen. So, also die Quest mache ich definitiv mal nie. Ne? Ich hoffe, da habt ihr nichts dagegen, aber das ist mir einfach zu blöd. Ne? Jede macht hier gute Arbeit und da muss ich mir nie die eine oder andere ausstechen oder sowas. Also das ist ja... Nee, 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 sowas kann ich nicht ab. So, wo war die jetzt? Hier hinten im Haus, ne? Die Ildefonsa. Hä? Wo sind die jetzt hin? Hallo? In der Jagdhütte natürlich, die gehen doch arbeiten. Mann! So, Ildefonsa, hier hast du deine Pfeile. Okay. So. Das machen wir nicht. Ja, da gucke ich mal. Wir haben noch eine Quest hier. Gucken wir mal hier oben. Wer könnte denn das wieder sein? Eben auch wieder in der Jagdhütte jemand, oder? Will der auch auf die Jagd gehen und braucht noch irgendwas von mir? Dalevuja, wie kann ich dir denn helfen? Verehrter Herr, kannst du mir bei einer Besorgung behilflich sein? Worum geht's? Ich habe versprochen, ein paar Hosen für die Leute hier zu nähen, aber mir ist das Material ausgegangen. Ich werde dich natürlich entlohnen. Natürlich mache ich das. Flachs, 5 Flachs brauchen wir. Hatten wir hier nicht irgendwo noch ein Materiallager stehen? Da gucke ich gleich mal, ob wir Flachs da haben. Ja, dann machen wir das heute. Mal wieder ein paar Quests. Ja, wir haben ja lange keine gehabt, ne? So, wir gucken mal Flachs. Sonst muss ich es kaufen. Nö, wir haben Flachs. So, gut, haben wir das, dann schaffen wir das wieder hin. Ja, und dann müsste ich mal gucken, was wir dann jetzt hier als nächstes so anfangen. Hier, Dalevuja, da hast du dein Zeugs. So. Wie gesagt, die Quest mache ich nicht, das ist einfach zu doof. So, wir haben die jetzt alle hier in unserer Nähe, die Quest. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Würde ich sagen, gehen wir erstmal nach Gostovia.
Machen wir das heute ein bisschen, ne? Schade, unsere Frau oder unser Sohn hat nichts für uns, aber ich hoffe, dass das beim nächsten Mal, also dann im Winter vielleicht wieder der Fall sein wird. Denn so ein bisschen was fehlt mir ja noch, ne? Liegt da irgendwas rum? Wir gucken gleich mal noch nach ein bisschen Loot. Wenn wir schon einmal jetzt auf der Spur sind hier, aber ja, hier liegt jetzt derzeit nichts. Okay, ist in Ordnung. Macht ja nichts, ne? So, da sind wir mal wieder im Auftrag für unsere Nachbarn unterwegs. Die Herbstquests stehen an, ne? Ja, ich meine, wir haben natürlich gute Reputation. Wir müssten das vielleicht nicht immer machen, aber ich will euch auch nicht immer bloß mitbauen und ja, dekorieren, langweilen. Ich hoffe, das langweilt euch nicht, aber ja, wenn man das aber jede Folge sieht, ist das vielleicht dann auch nicht mehr spannend, ne? Könnte ich mir zumindest mal vorstellen. Aber das könnt nur ihr wissen und das wäre schön, wenn ihr mir dann mal ein bisschen Feedback geben könntet, wie ihr das gerne hättet. Dann machen wir das wieder so oder machen wir es so, wie ihr das wünscht, ne? So, da gucken wir mal, wer hat denn jetzt hier eine Aufgabe für uns? Der Lutobor, oder wie heißt du? Lutobor, ja. Ja, wie kann ich dir helfen? Ja, ich könnte eine Hilfe gebrauchen. Ich wollte mein Haus renovieren, aber habe keinen Bauhammer bei mir. Kannst du mir einbringen? Natürlich kann ich das machen. Einen Kupferhammer habe ich sogar einstecken hier. Bitteschön. Da haben wir doch alles. So. Wo war noch eine Quest? Baranica und Rollnica hätten wir noch. Naja, und da können wir hier derweil mal gucken, ob wir für unser Bergarbeiterdorf noch wen finden. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Zwei haben wir hier sogar. In 18 Jahren und 22. Wir gucken mal. Aber ich glaube, wir hatten jetzt bloß Männer, ne? Muss mal gucken hier. Was ist denn hier? Der Naslav ist 23, okay. Die Setzimir ist 26 und die Vladimira ist 31. Na, das passt nicht ganz. Aber ich muss ein bisschen leer rangehen, so, das kann ich nicht fragen. So, worin bist du besonders begabt? Ich mag einfache harte Arbeit, weil sie mein Blut schneller fließen lässt. Okay, dann nehme ich dich jetzt mit. Dann gehst du in das Bergarbeiterdorf, Haus, blablub, hier, in die 4. So. Und du bekommst, was habe ich noch offen hier? Wo habe ich noch was? Die Mine hat erst 3, dann kannst du dort mit hin. So, genau. Und du hier? Der wäre auch ein Schmied, ne? Mit 18, ne? Gucken wir mal. Svimir. Worin bist du besonders begabt? Alle halten mich für ruhig und sanft. Dabei ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Ich kann ziemlich gut mit der Axt und der Spitzhacke umgehen. Das überrascht viele. Okay, also nehme ich dich auch mit. Das läuft doch. So. Muss ich natürlich auch in ein extra Haus jetzt setzen, ne? Dann kriegst du die 5. So. Und gehst auch in die Mine. Svimir. Okay. So. Sehr schön. Naja, dann haben wir das. Aber ich würde mal sagen, wir gehen mal schnell noch so die Spots ein bisschen abgucken. Ob wir noch ein bisschen was finden, was wir brauchen könnten oder auch nicht brauchen können, sondern eher verkaufen, weil wir ja so arm dran sind. Ne? Was haben wir auf dem Konto oder in der Tasche? 66.000. Naja, arm dran ist was anderes. Ne?
Ja, mal schön, wenn wir in der Realität auch so ein bisschen Geld hätten, ne? Aber uns wird es ja gerade aus der Tasche gezogen. Naja, lassen wir das. Okay, naja, wir gucken mal. Am Ende erleben wir ja wieder was, ne? Kann ja auch sein. Ist ja alles immer nicht auszuschließen. So, ich will aber erst mal gucken, ob wir hier vielleicht ein bisschen was finden. Oder auch nicht. Doch, hier vorne ist was. Ah, wir haben ja noch nie genug Bretter einstecken. Da müssen wir noch welche einsammeln, ne? So. Okilidokli. So, und jetzt müssen wir gucken. Naja. Wenn hier oben unsere Freunde sitzen sollen, dann sehen die uns schon vorher. Aber ich glaube, die sind nicht da, oder? Nee. Die können ja auch nicht immer da sein. Das wäre ja ein bisschen furchtbar. Aber man kann es nicht wissen, ne? So, liegt hier unten ein Wagen oder so? Nö. Kein Wagen. Schön. Ich frage mich, was wieder in dem Feldschuppen fehlt. Da muss ich dann gleich mal gucken. So, hier ist also auch nichts. Okay, naja. Das macht aber nichts. Da gehen wir jetzt gleich mal noch nach Borobo rüber gucken. Vielleicht finden wir da noch die passenden Damen. Für unser Bergarbeiterdorf in Hornica, ne? Und wir können auch gleich ein bisschen durchs Wasser gehen, das macht auch nichts. Da werden wir ein bisschen sauber nebenher. Ja. Ein Schluck Wasser kann man auch noch mit trinken. Obwohl jetzt Rasi gar nicht so durstig ist, aber das macht ja nichts. Muss ja nicht erst so werden, ne? Platsch, 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 platsch. Oh Mann. Ja, so. So, wer sitzt denn hier? Hier sitzen zwei Damen. Eine Landwirtin und Diplomatin. Und was bist du? Eine Jägerin. Ich glaube, das brauchst du gerade nicht. Nee. Jo, na gut. Dann gehen wir mal weiter. Richtung Baranica. Da hatten wir ja, glaube ich, noch eine Quest, ne? Also die Stick-Dich-Quest, ich weiß nicht. Also irgendwie, das ist albern. Jede der Näherinnen hier bei uns im Dorf oder in einem anderen macht doch gute Arbeit. Ne? Warum muss ich dann immer zu den Konkurrenzkampf machen? Das verstehe ich nicht. Das ist eigentlich albern. Wenn ich es mal so genau nehmen will. Ne? So, hier haben wir den flachen Strohhut. Hier sind zwei Kirschweine. Ja, entweder nehme ich die mit oder ich verkaufe es. In aller Knüppel, aber die Eisenhacke, die kann sprachen. Die nehmen wir auf jeden Fall. So, ne? Okay, weiter geht's. Der Tag ist auch schon wieder gleich rum.
So, Fässer lagen ja hier keine, ne? Ich glaube, da ist mir nichts aufgefallen, dass da was wäre. Sieht man wieder vor lauter Gestrüpp nicht. Aber nee, das sind keine. So. Behelligt werden wir auch gerade nicht. Das ist schön. Sehr löblich. Noch nicht. Ne? Man weiß ja nie. Aber ich lege es auch jetzt nicht drauf an. Ne? So, dann gucken wir mal in Baranitzer. Jawohl, die Feierabendglocke oder was auch immer. Jorand, ach, das kriegen wir auch bestimmt ganz schnell. Jorand, ja, wie kann ich dir helfen? Darf ich dich vielleicht etwas fragen? Was denn? Ich wollte so tun, als wäre ich erwachsen, aber dazu fehlen mir noch ein paar Dinge und meine Eltern wollen sie mir nicht geben. Also dachte ich, dass du mir vielleicht helfen kannst. Ich kann dir nichts geben, aber ich werde meine Freunde bitten, nur Gutes über dich zu verbreiten. Ich bringe dir, was du willst, aber du musst versprechen, nichts Dummes damit anzustellen. Ein Steinmesser. Kriegen wir ein Steinmesser hin? Jawohl, kriegen wir hin. Ja, eigentlich wiederholen sich die Quests auch immer, ne? Hier, Jorand. Hallo, Jorand. Hier ist das, was du willst. Aber denk an meine Worte. Zuerst musst du mir versprechen, aufzupassen und nichts Gefährliches zu tun. Ja, ja, ich verspreche es. Kann ich jetzt anfangen zu spielen? Ja, bitteschön. Pass nur auf damit und denke daran, was du mir im Gegenzug versprochen hast. Meine Güte, siehst du nicht, dass ich hier stehe, Mädel? Da musst du doch nicht drängeln. Ich kann keine Drängler leiden. Sowas mag ich nicht. So, was bist du hier? In der Produktion ist er gut. Und... ja, unterhalten. Woran bist du besonders begabt? Wanderer wie ich sind besonders gut darin, ergiebige Angelplätze und Pilzgründe zu finden. Selbst auf längeren Reisen kann ich mich ohne Schwierigkeiten selbst versorgen. Ich finde immer etwas. Naja, aber eigentlich könnte ich einen Schmied gebrauchen, ne? Ich nehme dich jetzt als Schmied mit. Du gehst mit ins Bergarbeiterdorf. So. Oh, die haben keinen Dünger. Schon wieder Money. So, und zwar brauche ich dich. Hallo? So, 27 war der, ne? Ja. Dann musst du ein extra Haus kriegen. Wie hieß der jetzt? Uniboss war das, ne? Der hier, genau. So. Und dann kriegst du die Schmiede in Hornitzer. Produktion. Das ist die hier. So, noch keine Zuweisung. Wieso haben wir noch keine Zuweisung? Eisenbahn. Hier geht es nur ums Eisen jetzt, ne? Dann kannst du Eisenhammer machen. Eisenhacke. Die Eisenspitzhacke. Eine Eisensense. Die Eisenschaufel. Schorscheren. Okay, das reicht. Auf jeden Fall mal richtig Eisen bohren. Eisenhämmer, Eisenhacke, Eisenspitzhacke, Sensen, Schaufeln und Schorschere. Na, dann knallen wir hier oben richtig drauf auf. Die Eisenbahn. Genau, so machen wir das.
Oder? Ja. Ja, okay, so machen wir das. So, der ist versorgt. Und ich würde jetzt noch schnell mit euch nach Branica laufen. Wir müssen ja noch den Grabungsschuppen dort besetzen. Und wir müssen dann sehen und hoffen. Dass jetzt mal ein paar Damen da sind. Meine Güte. Fangen schon wieder an zu stottern. Ja, dann gucken wir mal, ne? Und dann würde ich sagen, meine Lieben. Ja, weiß ich nicht, ob wir noch bis Tutki rennen und rollen jetzt noch. Das könnte ich, ja, mal gucken. Vielleicht machen wir das sogar noch. Ne? Weil dass es dort in diesem Bergarbeiterdorf auch ein bisschen vorwärts geht. Wäre schon nicht verkehrt, ne? So. Ja, hier sitzt eine Frau. Ja. Was bist du denn? Nee, brauche ich nicht gerade eben. Okay. Erübrigt sich, brauche keine Jägerin. So, schnell noch Tutki. Ist ja Gott sei Dank nicht allzu weit, ne? Dann können wir das zusammen laufen und ein schöner Herbsttag ist es auch noch. Passt doch. So, gleich hier rüber. So, da gucken wir mal. Ah ja, es sitzen wieder bloß Männer da. Das ist natürlich nicht so das. Der Unold, ne, bloß einer. Was bist denn du hier? Ach, du liebe Zeit. Nee, da hätte ich mal den Weg sparen können. Gut, gehen wir noch nach Rollnitzer rüber. Eieiei. Ich hätte wirklich erwartet, dass man mal ein bisschen was Gescheites hier noch findet. Vielleicht ein paar Damen, die vielleicht auch ein bisschen in der Gewinnung arbeiten können, aber wir haben da offenbar kein Glück. So, jetzt will ich mich nicht erst mit Loot suchen hier befassen, sondern wir wollen einfach mal losgehen, ne? Ach ja. Gut, aber die anderen Orte wie Lesnica, Denica oder sowas, das haben wir da überhaupt noch was? Ja, in Rollnica ist ja sogar noch eine. Okay, na dann machen wir die noch. Das andere, die anderen Orte, die grase ich mal ab, ohne euch, denke ich, ne? Es sei denn, es passiert dann mal wieder irgendwie was unterwegs Spannendes, oder, ne? Hatten wir ja jetzt, ach, zwei Quests sind sogar, okay. Ja, ne, dann würde ich euch natürlich dazu nehmen, aber ansonsten, ja, gucken wir mal. Wir entscheiden das spontan. So, und ich würde mal sagen, dass die beiden was? Nee, eine ist hier hinten. Du hier? Sivit, wie kann ich dir helfen? Ich bin wirklich hungrig. Könntest du mir ein paar Zutaten für gutes Essen bringen? Ich wäre dir wirklich dankbar. Klar, kann ich machen. Fleisch hier? Habe ich kein Fleisch einstecken? Oh Gott, das ist aber schlecht. Und du hier? Was willst du von mir? Na, wie kann ich dir helfen? Ich brauche dringend ein paar Stiefel, aber habe keine Zeit, sie zu kaufen. Ich habe gehört, dass die Leute in Hornitza besonders schöne Schuhwerk herstellen. Okay, ich kann dir welche besorgen. Ja, Fleisch? Wartet mal. Der will 13 Fleisch haben. Mal gucken, ob hier irgendwer Fleisch hat. Na, da hat es nicht. Aber hier unten, die könnte doch vielleicht Fleisch haben. Hast du was? Zeig mir mal. Ja, 15. Na, dann her damit. Das brauche ich gerade mal. Ja, Dankeschön. Ach so, wartet mal. Offensichtlich haben wir hier zu Hause wieder keinen Dung und Dünger oder so. Dann nehme ich das mal noch mit. Ja, du auch. Na da, wo bist denn du? Dann nehme ich das mal von dir auch noch mit.
Na dann, zeig mir mal deine Waren. Ich nehme das mal alles mit, weil ich glaube, das Problem haben wir schon wieder, ne? Was wir schon mal ganz zu Beginn dieser Staffel hatten. So, den alten Strohhut kannst du kriegen. Den Google kann ich dir geben. Den Kirschwein kannst du kriegen. Den ollen Knüppel. Habe ich sonst noch irgendwas? 12 Pelzstiefel habe ich einstecken. Okay, das hier. Den Strohhut. Ja, und mehr habe ich nicht. Ja, ja, ich bin schon wieder da. Ich bin immer schon wieder da, ne? Gut. So, wer bist du hier? Eine 31-jährige Frau für die Gewinnung. Wärst du nicht schlecht? Was bist du, die Irmina? Sabora. Worin bist du besonders begabt? Ich mag einfache harte Arbeit, weil sie mein Blut schneller fließt und Muskeln stehlt. Ich kann sogar mit bloßen Händen arbeiten, wenn es nicht wird. Okay, ich gucke mal, du bist 31, ob ich dich da in dieses, in eines dieser... Nein. Nein. Das ist eine Frau. 22-Jährige, 18-Jährige. Uniboss ist 27. So, naja. Das wären 4 Jahre Unterschied. Sie ist 4 Jahre älter als Uniboss, ne? Wisst ihr was? Das lassen wir erstmal. So, Fleisch. Der Psyvid wollte das Fleisch haben. Wo ist der? Hier hast du dein Essen. So, und dann für die Dame muss ich nach Hornitza. Gut, ja, dann müssen wir das machen. Aber ihr Lieben... Ja gut, wir können noch gemeinsam hinfahren. Das können wir machen. Wir nehmen wieder das Gefährt hier, ne? Und ja, da würde ich sagen, wir holen die Stiefel. How are you? Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit nach Hornitza. Oh, ist teuer, aber gut, macht nichts. Wir holen jetzt noch schnell die Stiefel. Und dann müssen wir ganz schnell nach Hause. Hier sitzen wieder auch bloß Männer, ne? Sitzen keine Damen. Ja. Wo ist die Carolina? Zu Hause. Wir kaufen schnell die Stiefel. Carolina, ich wollte Stiefel kaufen. Vielen Dank. So. Jo, da haben wir das. Und ihr Lieben, ich verabschiede mich jetzt hier aus Hornitza von euch, ne? Ich danke euch wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen und für euer Interesse und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Da gucken wir mal, was wir dann machen. Ob wir weiter an unserem Bergarbeiterdorf bauen oder wie auch immer. Wir werden sehen, was dann passiert. Ich danke euch, wie gesagt, fürs Zuschauen und ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende oder vielleicht noch einen schönen Urlaub. Und dann sehen wir uns, so ihr denn wollt, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Tschüss. Goodbye. So.